Der Herr Frank Biskup kommt schon auf die Bühne. Herzlich willkommen von der Firma Hermos. Die Firma Hermos ist ein Automationsunternehmen aus der technischen Gebäudeausrüstung. Der Herr Biskup selber hat 17 Jahre Erfahrung in der Hermos und 13 Jahre Erfahrung mit einem sehr, sehr großen Frankfurter Kunden als Key Account Manager. Das heißt, auch die Kundenansicht mit ins Unternehmen gebracht. Und das ist etwas, was die Sache immer interessant macht, nicht nur die Unternehmenssicht zu haben. Ich freue mich auf den Vortrag. Bitte schön. Ja, ich bedanke mich auch für die Anmoderation. Ja, möchte alle hier Verbliebenen nochmal gerne recht herzlich begrüßen hier auf der Light & Building. Mein Vortragsthema, digitale Betriebsanalyse, TGA Monitoring. Ich wurde ja eben auch schon anmoderiert, vielleicht bloß noch mit der Ergänzung. Die 13 Jahre waren im Bereich der Softwareentwicklung. Die 13 Jahre waren im Bereich der Softwareentwicklung vor meiner Hermos-Zeit. Und seit 17 Jahren in der Firma Hermos tätig. Im Bereich der Gebäudeautomatisierung und davon eben 10 Jahre lang bei unserem Großkunden, bei der Fraport AG, wo ich die Ausschreibungsphase mit begleitet habe und seitdem auch in der Realisierungsphase bin beim Fraport seit 10 Jahren. Aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Auch die Firma Hermos wurde gerade schon so ein bisschen anmoderiert. Ein führendes Technologieunternehmen in Deutschland. Wir entwickeln und implementieren Automatisierungs- und Softwarelösungen mit Fokus auf Gebäude, Industrie, Energie und Umwelt. Wir haben einen großen Schaltanlagenanteil und die Firma Hermos mittlerweile mit über 40 Jahren Berufserfahrung am Markt, über 100 Millionen Euro Umsatz, 700 Mitarbeitern an 17 Standorten und ein Mitglied der Elevion-Gruppe. 16 Uhr, 16.15 Uhr. Was sagt ihr da? Was wollt ihr besprechen? Okay, ich überlege gerade, was auch aufnehmen. Unser Thema für heute, die digitale Betriebsanalyse. Wir erklären, was macht der BTA. Das wollt ihr wissen, das habe ich eben. Wie ich und mein Kollege uns den Vortrag vorbereitet haben, haben wir überlegt, wie gehen wir an das Thema ran, weil es ist ja eigentlich ein Thema, was schon seit Jahren aktuell ist, also beziehungsweise seit Jahren immer ein Thema ist, aber immer wieder aktuell. Das heißt, wir haben uns letztendlich mal ein paar Schlagworte rausgesucht, haben die mal so ein bisschen wirr auf eine Folie untergebracht und mal versucht, aus diesen Schlagworten bestimmte Herausforderungen zu identifizieren. Das heißt, digitale Betriebsanalyse bedeutet ja, ich will meine betrieblichen Prozesse analysieren unter Einsatz von digitalen Technologien, Analysewerkzeugen. Und wie gesagt, das ist jetzt hier nur ein kleiner Teil der Schlagworte, die man letztendlich verwenden kann oder die man zu dem Thema findet. Der ein oder andere wird sich da wiederfinden oder wird noch zusätzliche Schlagworte auch mit ergänzen können. Wie gesagt, das ist jetzt das, was wir für unseren Vortrag mal ausgewählt haben. Und letztendlich gehe ich jetzt hier so vor, wir haben jetzt dann immer noch ein paar Schlagworte gehighlightet, um dann zu sagen, was können denn wir als Firma Hermos für Lösungen anbieten in diesem Bereich. Schlagworte bzw. Herausforderungen 1, das heißt, ich habe letztendlich immer in meinem Betrieb eine Schnittstellenproblematik, das heißt, ich habe unterschiedliche Hersteller, meine Automatisierungskomponenten, ich habe unterschiedliche Gewerke, ich habe unterschiedliche Protokolle, mit denen die Automatisierungskomponenten sich unterhalten. Unser Lösungsvorschlag ist die Verwendung einer Softwareplattform für meinen kompletten betrieblichen Prozess. Zur besseren Verdeutlichung haben wir jetzt hier nochmal die Automatisierungspyramide mit aufgenommen. Das heißt, hier unten habe ich meine Feldebene mit meinen Sensoren, Aktoren und mit meinen Zählern und die Automationsebene mit meiner Steuerungslogik, die über bestimmte Kommunikationsprotokolle miteinander verbunden sind. Diese Daten aus dem Feld und aus der Automationsebene nehmen wir mit unserem
mit unserer Softwareplattform FIS aus dem Hause Hermos eine Eigenentwicklung auf, um diese Daten aufzubereiten und weiterzugeben an die strategische Management-Ebene. Das heißt, welche charakteristischen Merkmale erwarten wir von einer Softwareplattform? Sie muss herstellerneutral sein, sie muss flexibel sein, modular und skalierbar, auf offenen IT-Standards basieren, aber auch offene Datenbankstrukturen und offene Programmierschnittstellen bieten. Ein weiteres Bild, um nochmal so diese Komplexität zu zeigen, einer Softwareplattform, ist hier in der Mitte ist unser System, unser FIS-System. Und man sieht, man hat ziemlich viele Konnektoren. Nach unten Bugnet, OPC UA, Modbus, OPC, MQTT, dann die Verbindung mit zu anderen Systemen. Cloud ist ein ganz großes Thema. Ich muss aber auch proprietäre Anbindungen zur Verfügung stellen. Das heißt, letztendlich ist das hier eine wirklich große Herausforderung, die ich bei der Analyse meiner betrieblichen Prozesse mit berücksichtigen muss. So, eine zweite Herausforderung und dazu die Schlagworte insbesondere verteilte Liegenschaften, Auffinden von Daten in meiner Applikation und die Navigation. Das heißt, ich habe über diese gesamte Automatisierungspyramide unten in meiner Feld- und Automationsebene sehr viele Daten liegen und auf die möchte ich natürlich relativ schnell zugreifen können. So, unsere Lösungen in unserer Software sind unter anderem zum Beispiel die Verwendung von QR-Codes oder Barcodes oder Geokoordinaten. Das heißt, so ein typisches Beispiel bei einem unserer Kunden ist, eine Störung im Feld generiert letztendlich einen Alarm in unserer Management-Ebene. Es wird automatisch ein Ticket erzeugt. Das Ticket bekommt der Service-Mitarbeiter auf sein mobiles Endgerät. Jetzt ist es so, dass bei dem Kunden vor Ort so ein QR-Code an den Komponenten angebracht ist. Das heißt, wenn der Service-Mitarbeiter kommt, kann er den QR-Code oder den Barcode scannen und wird automatisch dann zu der entsprechenden Seite in der Applikation geleitet, um dort die Analyse der Störung vorzunehmen. Ein weiterer Punkt, der in unserer Software mit eingebaut ist, ist die Verwendung von verschiedenen Kartendiensten. Das heißt, wir können Kartendienste in unsere Software mit einbinden, können zu den Anlagen, die im System projektiert sind, Geokoordinaten vergeben, sodass ich letztendlich über diese Geokoordinaten in meinem System navigieren kann. Ist auch momentan einer der großen Punkte beim Fraport. Wie gesagt, mein Hauptkunde, dass hier ein Geodatenserver aufgebaut wird. Das heißt, es ist ein Server, über den sich dann die Lieferanten beim Fraport mit ihren Applikationen dagegen verbinden können, um sich die neuesten Gebäudedaten, Grundrissdaten runterzuladen in ihre Software zu verwenden, sodass dann alle Applikationen beim Fraport mit demselben Datenstand, mit demselben Gebäudebestand, Bestandsdaten und Grundrissen arbeiten, was natürlich für den Kunden Fraport relativ vorteilhaft ist, weil sich dann die Bediener genau in ihrer Welt, in ihrer Fraport-Welt wiederfinden. Ein nächster Punkt, den wir uns rausgezogen haben, ist der Umgang mit großen Datenmengen. Das heißt, jede kleinste Komponente liefert mittlerweile eine Vielzahl von Daten und Informationen. Ja, und diese Daten und Informationen gilt es nun, protokollübergreifend, bedarfs- und nutzerorientiert aufzubereiten und immer unter dem Hinblick auch die kaufmännische Welt mit der technischen Welt zu verbinden. Das heißt, die Daten, die ich in meinem Betrieb habe, sind auch für meine kaufmännische Abwicklung wichtig. Die Lösung, die wir hier anbieten, ist ein flexibles Monitoring über alle Daten hinweg. Das heißt, über unsere Software wird ein flexibles Monitoring bereitgestellt,
sind jetzt mal hier einige Beispiele aufgeführt, also vom Dashboard über Rasterdiagramm, über Senki-Diagramm, Candlestick-Diagramme, Trendverläufe mit den, ich sag mal, mit den Herausforderungen, die man ja kennt, also die Darstellung von Ist- und archivierten Werten, mehrere Zeitachsen, Aggregation großer Datenmengen und natürlich die Weitergabe dieser Daten als Report oder in Excel für die Weiterverarbeitung. Ein weiterer Punkt und letzter Punkt, den wir jetzt hier rausgenommen haben für diesen Vortrag, ist letztendlich das große Thema Energieeinsparung. Das heißt, sämtliche Analysen meiner betrieblichen Prozesse gehen ja auf Richtung Zeitersparnis, Kostenersparnis, aber natürlich auch in Richtung Energieeinsparung. Unsere Lösung dafür, das Energiedatenmanagementsystem muss integriert sein in meine gesamte Softwarelösung. Weil nur dann kann ich auch Geschäftsdaten mit Betriebsdaten relativ einfach koppeln, wie zum Beispiel Auftragsnummern oder meine betrieblichen Prozessdaten zu Kostenstellen zuzuordnen und über diese Analyse letztendlich Energie einzusparen. Also wie gesagt, das Energiedatenmanagement muss aus unserer Sicht integriert sein in die Softwarelösung und sollte keine eigene Softwarelösung sein, wo ich wieder Schnittstellen pflegen muss, um Daten aus anderen Systemen in mein Energiedatenmanagementsystem reinzubekommen. Dann komme ich schon zum Ende von meinem Vortrag. Unser Fazit: eine Management-Software für die komplette Automatisierungswelt. Ja, also aus unserer Sicht ist es eigentlich immer nicht das Problem, die Daten zu bekommen, sondern mehr das Problem, diese auszuwerten und letztendlich an die Richtigen weiterzugeben. Und dafür sagen wir, man benötigt eine Softwareplattform, um eben diese Schnittstellenflut in einer Software zusammenzuführen und von dort aus die Daten auszuwerten und weiterzugeben. Dann dieses Schlagwort Daten sehen anstatt Datensilos geht auch auf den nächsten Punkt. Jede Disziplin-Gewerk hat Zugriff auf dieselben Daten. Das heißt, unserer Ansicht nach müssen alle Daten, ich sag mal, irgendwie in einem gesammelten Becken zur Verfügung stehen für alle Abnehmer dieser Daten. Auch hier ist es so, dass wir gerade einen praktischen Anwendungsfall beim Fraport haben. Das heißt, dort wird gerade so ein Datensee entwickelt, ein Central Data Hub, wo sich alle Lieferanten von Softwareapplikationen dagegen connecten können, um Daten hineinzuschieben oder rauszuholen. Ja, ist ein Anwendungsfall hier ist, dass so ein Fluginformationssystem in diesen Datensee eine Information ablegt, dass ein Flieger am Gate 35 ankommt. Wir mit unserer Software diese Information abholen, die weitergeben an die Automatisierungsebene, um an diesem Gate eben zum Beispiel die Beleuchtung zu schalten. Beziehungsweise die Beleuchtung wieder auszuschalten, wenn das Boarding zu Ende ist, geben wir diese Information weiter wieder in diesen Datensee. Dort wird es abgeholt von anderen Systemen, die das dann weiterverarbeiten. Und einer der Hauptpunkte ist, dass man den Digitalisierer seiner Wahl für sein Projekt früh mit einbeziehen sollte. Das ist uns immer ganz wichtig zu erwähnen, weil es ist dann halt immer so, es wurde vorhin, glaube ich, schon mal so gesagt, das heißt, der Automatisierer oder beziehungsweise der für die Softwareplattform, für die Management-Bedienebene, der kommt am Schluss ins Boot und bekommt dann die Aufgabe, die Informationen, die jetzt vorhanden sind, in seinem System aufzuschalten. Und dann sieht man eben, okay, jetzt kommen Daten von der Applikation X, über dieses Protokoll, und dann habe ich noch eine zusätzliche Softwareapplikation, die hat keine Schnittstellen. Und insofern ist es uns ganz wichtig zu sagen, der Digitalisierer früh mit einzubeziehen und auch dessen Know-how, weil man dann vielleicht da schon gewisse Tipps geben kann, worauf man achten müsste, um dann eben am Ende des Projekts diese digitale Betriebsanalyse und das Monitoring
relativ einfach und komfortabel auszuführen. Ja, ich bin am Ende meines Vortrags, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und frage, ob es noch Fragen gibt. Herr Biskup, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Sehr, sehr interessant. Dankeschön. Eins kann ich Ihnen sagen, es ist ein weiter Weg.